Polska Genetics, Hardcore Natural Bodybuilding and more. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und wir sind gerade unterwegs nach Venice mit Ralph Zetelay, Ben the Sade und Pro Bro Paddy. Hauptsache hier dann ihr am Ende. Und Michel. Und was wir ja gerade ein bisschen am Diskutieren waren, da habe ich gedacht, ich nehme doch gerade mal die Kamera vor, nach vorne war, wie das denn mit den Autos aussieht. Ich bin schon seit circa einem Jahr mittlerweile, glaube ich, mir am Überlegen, welches, beziehungsweise ob ich mir ein Auto kaufen soll und welches Auto ich mir kaufen soll. Und ich bin da, glaube ich, mittlerweile schon bei 10 verschiedenen Modellen gewesen und bin immer noch nicht wirklich zum hundertprozentigen Entschluss gekommen. Jetzt hatten wir noch gerade das Thema, ob man dann im Urlaub auch ein gutes Auto mieten soll oder nicht. Ich habe jetzt zu dem Ralf so ein bisschen kritisch und auch provokativ gesagt, du kannst doch nicht in Stuttgart mit Porsches, mit Ferraris, mit BMWs rumcruisen und die hier dann Mazda reinziehen. Das war nämlich sein erster Wunsch, als er hier war, dass er sich so ein ganz normaler Vierplätzer holt, bevor er sich dann doch noch zu einem Mustang entschieden hat. Wobei der Mustang jetzt auch nicht in Amerika das krasse Auto gilt. Also ich gebe jetzt einfach direkt mal zu Ralf weiter. Und also der Mustang ist ein hartes Scam. Also ich habe auch gestern schon mit Tim dazu ein Video gemacht. In Amerika ist halt echt mehr Schein als Sein. Also von außen sehen die Autos alle toll aus, aber wenn du auch jetzt hier mal rumfilmst, da hast du dann hier das billige Plastik und so weiter. Wobei, ich muss jetzt sagen, das ist ein Lincoln Navigator und den finde ich jetzt wirklich easy, also so vom Komfort her. Ich bin also richtig zufrieden mit dem Auto, auch wie er sich fährt. Klar, an den Stellen, wo er komfortabel sein soll, ist das schon, aber der Rest sieht man dann schon, sobald man es wieder konnte, hat man dann eben dann schon die billigen Materialien hier genommen. Also das ist jetzt hier doch kein wirkliches Holz, sondern hier sind billiges Imitat und viel Plastik. Aber wie auch immer, das ist nur so, von außen sieht wieder alles schön aus. Was ist denn jetzt deine Meinung hier im Urlaub? Wieso gibst du hier keinen Wert drauf, ein gutes Auto zu fahren, und in Stuttgart ist dieses wichtiger? Also zum einen ist es so, wie gesagt, ich schaue halt, wie viele Kilometer ich halt jetzt hier fahre im Urlaub. Es geht mir halt darum, es ist halt für mich, denke ich mal, unverhältnismäßig, wenn ich jetzt hier auf Teufel komm raus hier ein M6 fahren will, dann zahle ich dann halt hier wahrscheinlich für die 10.000 Dollar für 2 Wochen, und für 10.000 Dollar kann ich halt einfach ein halbes Jahr M6 fahren. Das ist halt einfach der Punkt, wo ich eine Unverhältnismäßigkeit ziehe, weil am Ende vom Tag ist bei mir immer noch so, dass ein Auto mich sicher von A nach B bringen muss, und mehr brauche ich jetzt erstmal nicht, und diese ganze Komfortgeschichten, die kommen halt dann zum Tragen, wenn ihr eben viel fahrt. Ja? Und dann geht es eben also mal bei mir zum Beispiel los, ich sage, hey, ich habe von Stuttgart nach Hause habe ich halt 200 Kilometer Autobahn, und da möchte ich zum Beispiel zum einen schnell nach Hause kommen, zum anderen sicher. Deswegen sind mir eben dann bei meinen Fahrzeugen die ganzen Assistenzsysteme zum Beispiel wichtig. Mhm, okay, aber hier im Urlaub... Das ist ein gutes Argument. Also jetzt sehe ich es natürlich auch ein, wobei ich auch sagen muss, wieso man dann eben direkt so ein richtiges Luxusauto braucht, ist dann auch wieder die andere Frage. Dazu habe ich auch eine gute Argumentation. Zum einen muss man natürlich das deutsche Steuersystem verstehen. Unterm Strich ist es eben so, dass man, oder seht ihr generell, bei einem Firmenwagen, der wird mit unversteuertem Geld eben bezahlt. Das heißt, er ist sogar noch gewinnmindernd. Unterm Strich bezahlt man also von Firmenwagen gar nicht so viel, wenn man also eine Firma hat. Okay. Es ist natürlich so, Firmenwagen muss man aber auch geschäftlich nutzen. Nur, wir nutzen unseren Wagen wahrscheinlich 90% geschäftlich, denn wenn der Karl zum Beispiel nach Hause fährt mit seinem Auto, dann geht es auch darum, daheim zum Beispiel ein WEMA-Team zu betreuen. Also geschäftliche Nutzung. Wenn wir ins Fitnessstudio fahren, machen wir das Ganze, um Videos zu drehen. Geschäftliche Nutzung und so weiter. Um einzukaufen zu gehen, auch um Videos. Ja, wir machen natürlich auch Vlogs, Full Day of Eating und so weiter. Das heißt, dann ist das Ganze auch steuerlich interessant. Und dann jetzt, wieso so viel Luxus? Wie gesagt, zum einen ist es gar nicht so teuer. Also quasi ein Panamera zum Beispiel als Firmenwagen kostet so viel wie ein 5er BMW privat. Okay. ungefähr so sagen. Und dann habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, wenn man so 500 PS hat, das ist eine gewisse Motivation. Das ist so, wenn du, na, ich meine, das können vielleicht viele nicht nachvollziehen, aber wenn man halt so einen geilen Motor halt hört und dann halt wirklich halt aufs Gaspedal tritt und der Karren quasi durchgeht, das ist so eine richtig, das ist auch so ein Kick. Ja. Also ist so ein bisschen... Ja, das ist jetzt auch der Grund, wieso ihr mich jetzt mittlerweile sogar schon infiziert habt mittlerweile. Ich bin ja der absolute Auto-Legastheniker. Verweigerer. Ja, ich habe bis heute kein Auto gekauft. Das hat diverse Gründe, das hat praktische Gründe. Wenn ich zum Beispiel zu Patrick fahre, dann mache ich das mit dem Zug.
fahre erste Klasse dafür, aber entspannt, richtig entspannt. Ich kann arbeiten, während ich fahre. Und in der Schweiz ist das öffentliche Verkehrsnetz so gut, dass es in meinen Augen eigentlich keinen Sinn macht, für mich jetzt, der in der Stadt lebt, momentan noch ein Auto zu kaufen. Es ist aber so, dass ich mit größter Wahrscheinlichkeit auch aus steuerlichen Gründen bald nicht mehr in Biel leben werde. Ich werde mich wohl in die Region Zürich begeben, irgendwo in Wollerau, vielleicht im See. Das heißt, mit Patrick dann auch entsprechend ein bisschen näher zu sein und die ganze Sache noch ein bisschen ernster anzugehen. Wir haben, wie gesagt, da in diesem Moment viel geplant. Das heißt, ich bin mir jetzt wirklich stark am Überlegen, was denn ein Auto für mich wäre. Ganz, ganz, ganz am Anfang, es ist schon fast peinlich, dass ich das sage, aber da war ich noch voll überzeugt vom Mustang, bis ich dann selber mal drin gefahren bin und gesessen bin, also, und sagen muss, nee, ein Mustang ist schon nicht wirklich so das Wahre. Also ein Mustang, sagen wir jetzt mal so, Mustang ist viel PS für arme Leute, denn ihr könnt so ein Mustang Shelby, bekommt das ja, so für 60.000 Euro, importiert von Geiger Cars in München, habt ihr einfach viel PS für wenig Geld, aber Straßenlage, denke ich jetzt mal, ist jetzt nicht so heiß. Aber und dann halt auf der anderen Seite, Komfort ist halt, es ist halt ein amerikanisches Fahrzeug, also sowas wie mit einer so ein Tempo-Start mit Abstandsding oder Kurvenlicht oder sowas, das ist noch Neuland, okay, für die Jungs. Also was ich habe wirklich schon alles überlegt, von richtig, richtig minimalistischen Autos, könntest du das Fenster zumachen, von minimalistischen Autos. Ich habe mir zum Beispiel den Swift mal angeschaut, ein Kollege hat den Swift, jetzt so das absolute Sparauto, das dich wirklich nur von A nach B bringt. Ja, aber da musst du dich ja reinzwingen. Ja, nee, der hat gut Platz. Ach, aber zu sagen, und dann war eigentlich so lange mein Gedanke, mir einen Evoque zu kaufen, einen Range Rover Evoque. Ja. Der war auch preislich in meinen Augen noch so angenehm und die haben auch gute Dieselmotoren, habe ich mir sagen lassen. Und dann haben alle gesagt, hier, ich würde sagen, der Patrick hat das sicher gesagt, der kam, der Rat hat, das ist ein Frauenauto, der Range Rover Evoque. Und mittlerweile bin ich so am Überlegen, ob ich mir einen Range Rover Sport hole. Was würdest du von einem Range Rover Sport halten? Ist in Ordnung. Ich meine, Range Rover fährt halt nicht jeder. Ja. Mischa ist ein großer Mensch, von daher, das wird auch, es geht auch, für mich ist auch immer wichtig, dass ein Auto eine gewisse Street Presence hat, sage ich jetzt mal so. Das ist mir halt wichtig, wenn ein Auto schon viel kostet, dass auch ein bisschen irgendwo was dasteht. Hilft natürlich auch, man muss das Ganze auch immer so sehen, für uns Auto ist nach wie vor auch ein Statussymbol und hilft natürlich auch image-technisch. Schaut mal, viele Leute denken, dass der Karl, früher hat es immer geheißen, dass der Karl ein Labertyp ist und nicht erfolgreich ist. Jetzt steht der Ferrari da, jetzt gibt es komischerweise keine Diskussion mehr in dem BMW Bereich. War auch geleased scheinbar, oder? Ja, im Endeffekt ist natürlich immer so, dass man für sich auch günstiges Steuerkonstrukt halt wählt, aber gut, ab einem gewissen Punkt geht euch natürlich auch unsere Financials nichts mehr an, aber es ist natürlich einfach so, also was würdest du? Karre muss das hermachen, also, ich jetzt mal einfach so. Also Range Rover hat für mich das Pro, dass er Platz hat, dass er geräumig ist, dass er in meinen Augen noch eine Street Presence hat. Mit so einem Auto wird man ernst genommen einigermaßen. Und wie gesagt, das Einzige, was mir am Range Rover missfällt, ist die Tatsache, dass ich mir sagen lassen habe, dass die Services und alles ziemlich teuer sind, weil das englische Teile sind halt. Ja. Und vor allem der Verbrauch finde ich doch ein bisschen asozial. Oder wie siehst du das? Oder sag mir jetzt mal, Ralf Settele empfiehlt Mischa Jan jetzt ein Auto. Was würdest du jetzt in meinen Augen sehen? Wir haben ja über das Video schon länger geredet, deswegen, ich bin mittlerweile, muss ich einfach sagen, ich bin großer Porsche-Fan geworden. Qualität stimmt bei Porsche und ich finde auch übrigens den Preis. Und es gibt verschiedene Ausstattungsvarianten von der Motorisierung her. Deswegen, wenn du einen günstigen haben willst, also ich würde einen Cayenne an deiner Stelle nehmen, wenn du große Autos magst. Ja, aber der Cayenne ist mir auch wieder ein bisschen zu weiblich. Dann würde ist du zu weiblich? Also Cayenne? Ich weiß nicht, ich finde jetzt den Range Rover, den Evoque zum Beispiel, finde ich jetzt irgendwie immer noch aggressiver als so ein Cayenne. Ja, klar, der ist dann noch kantiger. Was? Klar, der ist noch kantiger. Welcher jetzt? Der Range Rover. Ja, eben. Ja, ja. Also jetzt auch der Evoque, der kleine, den alle das Frauenauto bezeichnen, den finde ich immer noch irgendwie aggressiver so von vorne als jetzt. Aber wie gesagt, in der Preiskategorie kann ich da kein Porsche empfehlen. Aber wie gesagt, unterm Strich, ich bin ein großer Porsche-Fan geworden. Ja. Wenn man auf SUVs steht, würde ich einen Cayenne direkt empfehlen. Ja. Und zwar, wie gesagt, da gibt es auch, ich habe da Connections, deswegen kriege ich da auch gute Preise. Deswegen bin ich da, was Deutschland anbelangt, ein großer Fan geworden. Ansonsten, ja, dieser Range Rover ist auch eine gute Sache. Und dann, ja, wenn du große Karren magst, gibt es also genauso auch. Also wenn ich jetzt die Kohle hätte, beziehungsweise wenn ich jetzt die Kohle ausgeben könnte für alles oder möchte,
und einfach unbeschränkte Möglichkeiten, oder sagen wir es mal so, wenn ich mir jetzt ein Auto auswählen könnte, würde ich mir so den allerhärtesten Bentley reinziehen. Weil ich finde einfach, Bentley ist der Kompromiss zwischen sportlich und elegant da. Sag ich, was heißt sportlich bei dir? Wenn sportlich bei dir nur auf 100 in 4,4 Sekunden ist, dann ist es... Ich bin sowieso nicht der Raser. In meinen Augen muss ein Auto... Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass die neuen Bentleys so Massagefunktionen haben, so Zeug. Ja. Also das reizt mich jetzt noch um einiges mehr, als da irgendwie ein Auto auf 2000 zu drücken oder auf 200. Ja. Also von daher, bei mir wäre es der Bentley, wobei... Einfach Bentleys halt nicht wirklich günstig sind, sie sind ziemlich teuer, beziehungsweise es gibt, das hast du mir auch gesagt, sehr viele alte Bentleys und man kann nicht richtig einschätzen. Genau, der Witz bei Bentley ist ein bisschen so, da die Modellpflege, also die haben wirklich die Modelle von 2006 sehen nicht viel anders aus wie die von 2012 oder 2014. Das heißt, man kann sich einen gebrauchten 2006er Bentley mit 80.000 Kilometer holen und kriegt den für 50.000 Euro hinterhergeschmissen. Das heißt, aber es ist doch auch ein Pro-Argument, oder nicht eigentlich? Für mich jetzt. Also wenn ich jetzt für 50.000 einen richtig schönen Bentley habe, der mir noch 2-3 Jahre gute Dienste erweist, why not? Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Thema Street Presence. Ich habe einen gesehen, der direkt im Vergleich mit meinem Panamera war. Einen roten Bentley in Stuttgart und die sind nicht so groß, wie man denkt, so ein Continental GT. Schlussendlich, Leute, kommt sowieso darauf an, welcher Arm aus dem Fenster hängt. Richtig. Das macht die Street Presence aus in meinen Augen. Nee, die Frage ist immer, wo in welcher Vergleich er steht. Wenn der natürlich neben Fiat Punto steht, alles cool. Ja. Aber wie gesagt, wenn man große Autos mag... Also mich würde jetzt an dieser Stelle, jetzt ist ein totales Off-Topic-Video, also für die Leute, die ich jetzt hier zugehört haben bis zum Schluss, es tut mir leid, ihr habt gesehen in der Beschreibung, was es hier geht. Also ich mache auch ab und zu immer noch Off-Topic-Videos gerne. Übrigens, Ralf, abonniert Ralfs Kanal. Dort geht es immer mehr um Off-Topic. Und ich finde es ehrlich gesagt richtig erfrischend, mal über Themen, über Gott und die Welt auch Sachen zu hören, die ich persönlich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und einfach mal den Insights, dass andere Leute ihre Meinung zu hören. Auch jetzt, wie gesagt, die Diskussion mit Ralf macht mir persönlich Spaß. Weil jetzt mal abgesehen von Fitness gibt es halt immer noch sehr, sehr viele andere Themen in unserem Leben, von denen ihr jetzt vielleicht auch nicht so viel mitbekommt, weil wir halt vorwiegend immer noch über das Fitness-Thema reden auf YouTube, was ja auch logisch ist. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr mehr von Ralf sehen wollt, check it out. Und wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter. Gebt mir euren persönlichen Advice. Ich habe das schon ein paar Mal gefragt, aber vielleicht haben wir hier noch ein paar neue Inputs. Was seht ihr bei mir für ein Auto? Seht ihr eher ein großes, aggressives Auto? Eher ein sportliches Auto? Mich würde es interessieren. Patrick hat es gut gesagt. Er hat mir gestern auch gesagt, er würde bei mir einen Range Rover Sport sehen. Aus dem einfachen Grund, damit man kann mit dem Range Rover Sport in Shorts, in Gymbekleidung ins Gym fahren, mit der Sporttasche aussteigen, sieht cool aus. Man kann elegant in einem Anzug zu einem Geschäftsmeeting fahren nach Zürich und sieht entsprechend elegant aus. Deswegen ist das Range Rover Sport macht mir schon Lust, muss ich sagen. Wie gesagt. Aber ich bin gespannt, was hier Alternative. Gleiche kann ich von Porsche Cayenne sagen. Was natürlich auch noch wichtig ist an der Stelle, funktional habe ich jetzt auch rausgehört, ist der Karre nämlich dann auch. Und das ist nämlich das, wieso ich zum Beispiel persönlich Panamera fahre. Ich mag große Autos nicht, also keine SUVs. Und ich habe beim Panamera die optimale Kombination aus Sportlichkeit und Funktionalität. Und der Preis stimmt auch. Deswegen, das ist mein Ding. Alright. That's it, Leute. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace out.